Hallo Leute, ich denke, viele von euch haben einen solchen Kinder-Country-Reel im Laden gesehen. Lass uns ihn aufmachen. Es sieht wie ein kleines Schokostück aus. Wir müssen ihn aufschneiden und ins Innere schauen. Also, außen Vollmilchschokolade, innen eine dicke weiße Füllung und knusprige Cerealien. Ich frage mich, wie es schmeckt. Ein cooler Riegel mit knusprigen Cerealien. Also, heute machen wir genau denselben Riegel, nur tausendmal größer. Los geht's! Wichtig ist, eine hochwertige Form herzustellen. Damit hilft uns mein Vater. Wir wickeln ein Stück Sperrholz in Backpapier ein und befestigen es mit Klebeband. Das Papier sollte gut gespannt sein, damit es keine Falten gibt. Der Boden ist fertig. Jetzt brauchen wir einen Akkuschrauber und solche Ecken. Wir schrauben sie an das Holz. Jetzt müssen wir das Sperrholz für die Wände mit einer Stichsäge abschneiden. Wir wickeln es auch in Backpapier ein und legen es an den richtigen Platz. Wir schneiden ein Stück Deckenleiste unter 45 Grad ab. Und sie kommt in unsere Form. In der Mitte entlang der gesamten Form sollte eine Metallecke installiert sein. Wir müssen auch diese Ecken in kleine Stücke schneiden. Wir bauen unsere Form zusammen. Jetzt nur noch mit Heizkleber alles befestigen, damit es später nicht wegrutscht. Jetzt ist die Form vollständig fertig. Wir brauchen jetzt Lebensmittel, die in Kinder-Country erhalten sind. So, Vollmilchschokolade. Wir haben 30 Kilo gekauft. 13 Kilo Zucker. Milchpulver. Wir haben 2 Säcke je 25 Kilo gekauft. Palmöl. 20 Kilo im Karton. Als Füllung sind dann noch knusprige Cerealien, und zwar Puffweizen, Puffreis, Puffgerste und Puffbuchweizen. Puffbuchweizen konnten wir leider nirgendwo finden, deshalb machen wir es einfach selber aus gewöhnlichem Buchweizen. Es ist ganz einfach. 1 Kilo Buchweizen in den Topf, 2 Liter Wasser dazu und so lange kochen, bis das gesamte Wasser verdunstet. Fertig, vom Herd nehmen und wir streuen es auf 4 Backbleche. Gut verteilen, sodass die Schicht überall gleich dick ist. Fertig! Die Backbleche kommen in den Ofen. 50 Grad und Konvektionsmodus einstellen. 5 Stunden warten. Und wir können das Ganze rausholen. Der Buchweizen ist vollständig trocken gekocht. Nur noch die letzte Phase. Dazu brauchen wir eine Friteuse. Das Öl sollte über 200 Grad heiß sein. Und jetzt kommt der Buchweizen hinein. Das Ganze fängt an zu platzen wie Popcorn. Bitte liken, falls ihr nicht wusstet, dass man Popcorn aus Buchweizen machen kann. Wir heben das Sieb und schütten das überflüssige Öl ab und den fertigen Buchweizen auf Papierhandtücher legen. Und wir wiederholen das Ganze mehrere Male. Jetzt haben wir alle Puffcerealien. Jetzt brauchen wir Butter rein Fett. Wir haben einfach Butter genommen. Sojalecithin haben wir auch gekauft. Und das letzte ist Vanillin. Wir nehmen natürliche Vanilleschoten. All diese Lebensmittel werden wir in Kinder-Country verwandeln. Zuerst die Schokolade an der Reihe. Wir öffnen eine Schachtel. Und legen 10 Kilo Vollmilchschokolade in den Gastrobehälter. Wir mischen sie von Zeit zu Zeit, bis sie vollständig flüssig ist. Fertig! Wir nehmen unsere Form und schmieren zuerst alle Fugen mit heißer Schokolade ein, damit dann der Großteil der Schokolade nicht herausfließt. Jetzt gießen wir die restliche Schokolade da rein.
und verteilen sie gleichmäßig in der Form. Sieh es fest. Jetzt legen wir in das Innere der Form noch ein paar Wände, die in Lebensmittelfolie eingewickelt sind. Sie verhindern, dass die weiße Füllung die Hauptwände erreicht und es wird noch Platz für die Schokolade geben. Wir befestigen das Ganze. Wir holen Palmöl aus der Box. Mit einer Machete schneiden wir dieses Brikett in zwei Hälften und legen es in Töpfe aus. Jetzt die Butter aufmachen und die zwei Packungen in jeden Topf. Wir stellen es auf den Herd und lassen es schmelzen. Jetzt den Zucker öffnen und in die geschmolzene Butter reinlegen. Wir dachten, der Zucker würde sich in der warmen Butter auflösen, aber es ist nicht passiert. Macht nichts. Wir nehmen zwei riesige Behälter, öffnen die Säcke mit Milchpulver und legen je 25 Kilo in jeden Behälter. Jetzt brauchen wir Vanille. Wir nehmen die Schoten aus der Packung . Hochwertige Vanille sollte unbedingt ölig sein. Wir schneiden sie entlang und kratzen die Samen mit einem Messer ab. Dies ist der wertvollste und duftigste Teil. In eine Schale legen und wir holen die Samen weiter raus. Streuen sie gleichmäßig in die Behälter. Die Schalen nicht wegwerfen, sie haben auch ein tolles Aroma. Deshalb legen wir sie in den Trockner. Wir stellen 70 Grad ein und schalten es ein. Wir trocknen die Schalen 5 Stunden lang. Wir schneiden sie in kürzere Stücke und schicken sie in eine Kaffeemühle. Hier werden sie zu Pulver. Fertig! Wir verteilen auch das Vanillepulver. Palmöl mit Zucker dazu. Und jetzt müssen wir das Ganze mit einem riesigen Mixer mischen. Die Masse sieht Hüttenkäse sehr ähnlich aus. Wir mischen die zwei Behälter. Jetzt brauchen wir ein Melangeur. Anschalten. Nehmen etwas von der Masse in einen Topf. Und schütten sie ins Gerät. Jetzt brauchen wir Sojalecithin. Es hilft uns, die Lebensmittel auf molekularer Ebene zu mischen und macht das Ganze flüssiger. 30 Minuten später ist die Masse homogen. Das Gerät ausmachen und wir gießen den Inhalt in eine Form. Selbst mit Sojalecithin ist die Masse ziemlich dickflüssig. Jetzt die Puffcerealien hinzufügen. Wir fangen mit Puffweizen an. Wir drücken es in die weiße Masse und mischen eine weitere Portion Füllung.
Und damit das Ganze noch flüssiger wird, schmelzen wir etwas Palmöl und gießen es in die Melangeur. Weitere 30 Minuten mischen und ab in die Form. Dieses Mal ist die Masse so, wie wir sie brauchen. Etwas Puffbuchweizen hinzufügen. Und vermischen es mit der Füllung. Jetzt zum dritten Mal die Füllung. Wir legen Puffreis dazu. Und vermischen das Ganze. Zur vierten Füllung fügen wir etwas Puffgerste hinzu. Wir füllen die Form weiterhin auf die gleiche Weise aus. Etwas warten, bis die weiße Masse fest wird. Wir entfernen die Klammern, lösen die Schrauben und entfernen alle Wände. Wir haben eine gleichmäßige Füllung. Jetzt kommen nur die Außenwände dran. Und gut befestigen. Wir haben einen ebenen Hohlraum für die Schokoladenschicht. Es ist an der Zeit, die Vollmilchschokolade zu öffnen. Und sie zu schmelzen. Aber dieses Mal soll die Schokolade flüssiger sein. Deshalb fügen wir gleich etwas Öl hinzu. Und vermischen es gut mit der Schokolade. Jetzt ist es sicher fertig. Wir nehmen etwas Schokolade und füllen die Wände des riesigen Kinder-Country-Riegels. Diese Schokolade reicht aus, um alle Wände zu füllen und sogar um eine dünne Bodenschicht zu füllen. Wir brauchen eine dickere Schicht, deshalb schmelzen wir noch mehr Schokolade. Wir gießen sie in die Mitte der Form und eben das Ganze mit einem breiten Spatel. Nur noch abwarten, bis die Schokolade fest ist. Fertig! Um die Riegel aus der Form zu holen, legen wir ein Stück Sperrholz und befestigen es mit den Ecken. Jetzt brauchen wir etwas Hohes, auf das wir unsere Form umdrehen können. So, jetzt können wir sie abmontieren. Als wir die Form auseinandergenommen haben, haben wir den Riegel etwas beschädigt. Deshalb müssen wir ihn mit heißer Schokolade reparieren. Einfach auf diese Stelle aufstreichen. Jeder originale Kinder-Country-Würfel hat ein solches Ährchen. Um es nachzumachen, fertigen wir eine Schablone. Wir schneiden es mit einer manuellen Stichsäge aus dünner Faserplatte aus
Nach 3 Stunden ist es fertig. Wir legen die Schablone an den Würfel und zeichnen das Muster zuerst von außen. Und dann von innen ein. Fertig! Noch 9-mal wiederholen. Jetzt ist die 1000-mal vergrößerte Kopie von Kinderkanschwi fertig. Meiner Meinung nach sieht das fast identisch aus. Lasst uns ein Stück abschneiden. Es sieht so aus wie auf der Verpackung. Lasst es uns probieren. Es schmeckt auch genauso wie das Original. Süß und knusprig. Was wir mit dem Rest gemacht haben, schreibt in die Kommentare. Liked unbedingt das Video und abonniert den Kanal. Tschüss an alle!